das funktioniert, glaube ich, in jedem Rollenspiel. Ich sollte mich mit dem einen vielleicht mal zurückziehen, weil der steppt mir sonst. Welches ist jetzt der letzte? Komm, das, was war das denn jetzt? Springst du mich hier an oder was? Nicht so, mein Kleiner, ja? Ich hab nämlich ein Schwert, weißt du? Fellstück, Wag gefunden. Wär's nicht Fellstück Wag? Wär wagisches Fellstück nicht besser? Oder Fellstück von einem Wag oder so? Egal. Zusatzpunkte. Beide Krieger haben überlebt. Du hältst einen Bonus von 100 EP. Hey, hey. Beim heiligen Vater der Gerechtigkeit. Was ist nur in diese Bestien gefahren? Hat dein Verstand etwa meine Erzählung verschlafen? Ich hab's dir doch gesagt, Krieger. Märchengeschichte, wie? Da kommen noch mehr. Und diesmal sind es gleich zwei. Hey, stolzer Krieger. Soll ich hier drin abwarten, bis ihr alle abgeschlachtet wurdet? Lass mich gefälligst raus, damit ich meine Haut verkaufen kann. Und die ist teuer, sag ich dir. Die Krieger des Güldenen sollen auf die Hilfe eines Hexenliebchens angewiesen sein? Die lache immer. Nichts und niemand durchbricht unsere Reihen. Geifere Dämonenbrut, lern die Macht des Güldenen kennen. Lernt mich kennen. Ach, nur zwei. Komm, warum nicht gleich 200? Das sind doch echt keine Gegner hier. Was ist? Was ist jetzt kaputt? Ist der verwirrt oder was? Nein! Was war das eben? Ich versteh's nicht. Egal. So schwer sind die Kämpfe nicht. Ach, Tollwut bist. Ach so. Ich krieg die Tollwut. Tollwut, hier kann ich nicht viel machen. Oh oh. Oh oh. Das wird eng. Geh doch mal weg, Bro, der scheiß Tollwut. Ich hol gleich einen Jäger hier. Heil mal hier schnell, aber dringend. Es stirbt endlich mal einer. Das ist nicht mehr lustig. Das ist ja nicht lustig. Ich bin doch die scheiß Krieger. Ich will aber diesen Kack-Bonus hier haben. Den da. Oh. Stirb. Warum stirbst du nicht einfach? Verdammter Wolfsverschnitt, du Dummer. Oh oh. Oh oh. Oho, knapp. Knapp, knapp, knapp. Das soll sich halt auch langsam mal selber heilen. Ach, Ivo, der kann ruhig sterben, der ist nicht so wichtig. Tod in Frevlern! Man reize nie ein Paladin. Wenn Bruns HP unter 25% fallen, erfasst ihr ein heiliger Zorn auf den ungerechten Frevler. Eifer füllt seine Adern, Blut brennt im Herzen und Bruns Flinkheit verdoppelt sich, solange der Zustand anhält. Ja, ich gehe da jetzt mal lieber kein Risiko ein, ne? Man kennt es ja, ne? Man denkt sich, oh, ich benutze jetzt die Über-Mega-Attacken, die er jetzt kann, ne? Und dann stirbt er und so, ne? Ja, kenne ich schon. Darauf kann ich gut verzichten, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn die Krieger nichts drauf haben, irgendwie. Ne? Also, Special Moves haben die ja nicht. Und ich kann Götter gar nicht angreifen. Wie geil. Wahrscheinlich hätte ich schon gewonnen, wenn ich die Special Move genutzt habe. Das ist alles? Okay, er ist schneller. Okay, ist relativ zu sehen, ne? Was ist besser? Schnelligkeit, Stärke. Noch mehr Fellstücke. Und Brunnenkrieg Stufe 2, ja. Der erfahrene Paladin hat Stufe 2 erreicht. Hoho, Bonus von 150 EP. Noch so ein Angriff und es wird schlimm um uns stehen. Zum letzten Mal. Lass mich raus und selber die Axt gegen den Feind schwingen. Ein Gefangener, der seine Wächter beschützt? Was faselst du da, Alter? Jungchen! Ich habe schon gegen Monster gekämpft, als du noch nicht einmal gezahnt warst, gezahnt hast. Du noch nicht einmal gezahnt hast. Achtung, es braucht noch mehr Waage heran. Von dieser Seite auch. Los, Männer, schützt die Lasttiere. Wehe, du versuchst irgendeinen Trick.
Schnell, heraus mit dir! Meine Waffen, gib sie mir! So, und nun lass dir etwas über Taktik erklären. Die nächste Welle der Waage sollten wir abfangen, bevor... bevor was? Zu spät, drauf! Sag mir bitte, dass ich wieder geheilt bin. Oh, wie geil! Mal überhaupt nicht hier, ne? Och Gott, wenigstens das ist wieder... Okay, dann hacke ich jetzt mal drauf in diese Knallkuppe, ne? Haha, verfehlt. daneben. Tja, knapp vorbei ist auch daneben, nicht? Wobei es ja der Erfindung der... Boah, nein, nicht gegenseitig totschlagen. Ich hab nicht mehr Ich konnte gar nicht mehr speichern da zwischendrin. Das ist voll kacke, ich hasse es, ey. Nur so 20.000 Kämpfe. Ja, die Soldaten sind wahrscheinlich jetzt bald tot, ne? Nicht einmal. Aber schön, dass ich dann wieder aufgefüllt bekomme. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich es benutzen konnte. Geil. Dann wird mir der andere Krieger wohl auch wegsterben, weil... stirbst du mal? Ach, scheiße, er ist schon tot. Hit, jetzt wollte ich gerade. Kacke! Ich wollte eigentlich, dass der auch überlebt. Ich könnte es nochmal laden, ne? Aber nee. Ich glaube, wenn ich jetzt hier kein Let's Play aufnehmen würde, ich würde es wirklich nochmal laden. Ich hätte ihm einen Heiltrank geben sollen. Ich habe wieder viel zu lange gewartet, ja. Ich benutze so ungern Zeugen. Ich sammle das Zeug immer. Es ist nicht so, dass ich es irgendwie brauche. Ich sammle es halt einfach. Oh. Dinge. Heiltrank. Ach ja, fahr zur Hölle, du scheiß Kackwolf, du dummer. Tosch. Boah. Bei den Göttern, ja. Krieger 1, Stufe 2 erreicht. Krieg jetzt auch einen Bonus? Ein Krieger hat überlebt. Du hast einen Bonus von 100 EP. Wahrscheinlich wären es 200 gewesen, hätten alle überlebt. Geschafft! Das scheinen die letzten gewesen zu sein. War klar, ne? Dann kannst du ja darüber nachzudenken beginnen, wer eigentlich dein Feind ist, Junge. Ich glaube, das so. Auf unserer Seite ist auch alles sicher. Verfluchte Biester, sie haben uns ordentlich zugesetzt. Dann seid nur umso dankbarer für meine Hilfe. Sollen wir dich, alten Ziegenbock, nun etwa in Nektar baden? Aber nein, meine Bezahlung erfolgt üblicherweise in Gold. Du hast wohl geglaubt, ich lasse mich durch Hexenwerk von meinem Auftrag abbringen. Los, Männer, schafft den Gefangenen wieder in den Kahn und ladet auch unsere Toten auf. In diesem unheiligen Boden werde ich niemanden begraben lassen. Bewegung, Männer! Nein, Bewegung! Bewegung! Ihr habt den Herrn gehört! Oder wollt ihr hier etwa übernachten? Och, warum nicht? Ist doch gerade so schön aufgeweicht, der Boden. Und wenn ich mir so manche Matratze anschaue... Schwarzes Bild. Aber die Musik sagt mir, es geht weiter. Wach auf, Kerl! Pocht meine Beule gegen das Hirn oder macht hier so einen Krach? Hörst du schwer? Hoch mit dir! Wo bin ich? Kerkerknecht. Aha! Der feine Herr geruht also endlich aufzustehen. Wir dachten schon, Bruns Hammerschlag hätte dir den ewigen Schlaf beschert. Und jetzt schwing deinen fetten Knochen, deine fetten Knochen an die Luke. Ihr Bastard habt Fressenszeit. Wie kann ich damit überhaupt laufen? Soll ich dir das Essen etwa in den Rachen schütten? Los, hol deine Schüssel. Dann machen wir endlich die Fesseln los. Har, 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 har. Ich soll einem Schlossknacker die Hände befreien? Lass dir eins sagen. Du hast sicherlich Geschichten von Kerkern mit dummen, schläfrigen Wärtern gehört, deren Hund sogar die Schlüssel im Maul trägt. Soll es ein Anspiel auf Monkey Island sein? Aber hier laufen die Dinge etwas anders. Wir sind nicht dämlich. Nanu, was macht denn das vollbusige Prachtweib da hinter dir? Hä? Was soll das gerade? Ach, nichts. Ich wollte nur etwas überprüfen. Schluss mit den Ulkereien.
Hol eine Schüssel, wenn du nicht verhungern willst. Naja. Wie hier jemand guckt. Wie geil ist das denn? Kann ich mit ihm reden? Worauf wartest du? Geh zur Luke und hol das Essen. Ich würde ganz selbst gehen. Liege aber gerade so bequem. Großartig. Eingepfercht mit einem Spat, mit einem Sarkastiker. Ah, ich mag Sarkasmus. Da, dünne Grütze mit allem, was mal, was weg musste. Na, lecker. Und versuche, nichts zu verschütten. Mehr geht's heute nicht. Har, har, har. Wie freundlich hier die Leute schon sind. Das gefällt mir. Du hast ihn gehört. Nichts verschütten. Die verdammte Schale muss für uns beide reichen. Hörst du? Und wie soll das gehen? Mit kaputten Händen? Ach, du Ärmster. Hört, hört. Jemand hat ihm die Händchen zusammengebunden. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, dass du es nicht so gemütlich... Geil. Wie ich hasse, Dicker. Da fläze ich... Scheiße. Oh Mann. Da fläze ich mich wohlig auf meiner entspannenden Liege und will mich auch noch bedienen lassen. Ja, ja. Hör schon auf. Suppenspiel. Versuche die Suppenschüssel zurück zum Bett zu transportieren und dabei möglichst wenig zu verschütten. Die Pfeile zeigen dir an, wie Gisolf zu balancieren hat. Merke dir die Kombination und drücke sie auf der Tastatur nach. Es geht los. Links, runter, links. Rauf, rechts, links. Runter, rechts, rauf. Rauf, runter, rauf. Du hast nichts zerkleckert? Na, wenigstens bist du gar nicht so ein Tölpel wie dein Vorgänger. Mann, war ich froh, als der verbrannt wurde. Boah. Netter Kerl, netter Kerl. Gib mir von der Suppe ab, Dicker. Na gut. Wieso sollte ich? Wir sind ausnahmsweise mal freundlich, ne? So ist brav. Gut, dass du gleich lernst, wer hier in der Zelle der Chef ist. Du kannst von mir aus nach Fliegen hapschen, wenn du Hunger hast. Haschen. Mit jedem Neuen ist es dasselbe. Also gut, ich mache dir ein Angebot. Du gehst für das Essen und ich sage dir, wie man entkommt. Sicher, und obwohl du das weißt, liegst du immer noch hier. Habe ich gesagt, ich wüsste, wie ein Mann entkommt, der an eine Streckbank gefesselt wurde, hä? Wenn das ein Trick ist, Freundchen. Nun mach schon, ich habe Hunger. Das klang jetzt total super. Soll es etwa wieder zu balancieren versuchen? Einmal hat mir gereicht. Was glaubst du, was ein pfiffiger Kopf mit einem Klappbett anstellen kann? Was? Da ist doch nicht schwer zu verstehen. Pack dir die Ecke und katapultier mir die Schüssel rüber. Na hopp. Pff, was? Oh, ich bete zu den Göttern. Es möge nicht in einem furchtbaren Unfall enden. Schwatz nicht. Mach. Hey, das ist nicht alles nur für dich. Köstlich. Restlos ausgeschlappert. Der Kerl muss einen verborgenen Rüssel haben. Hat es geschmeckt, Vielfraß? Dann halte dich jetzt an unsere Vereinbarung. Wo bin ich überhaupt? Man hat dir einen ordentlichen Ruf verpasst. Hm? Du bist hier zu Gast bei wirklich hohen Herren. Ha. Ach so, ja, merkt man gleich, ne? In der Hauptburg des Ordens des Güldenen. In der Hauptburg der verdammten Hexenjäger? Psst, den Ausdruck schätzen sie gar nicht. Glaub mir, sie sind schon in ruhigem Zustand streng genug. Also rege ja bloß niemanden auf. Was hast du eigentlich auf dem Kerbholz? Die Kerle behaupten, ich hätte mich mit einer Hexe eingelassen. Bei Talma, ich kenne das Weib nicht einmal. Verstehe, ein weiterer Unschuldiger. Wie komme ich hier raus? Hier? Tja, beschleunige deinen Prozess. Umso eher wirst du verbrannt. Das ist dein großer Geheimplan? Hey, war doch gar nicht schlecht für eine Improvisation. Ach, nun guck nicht so. Du hast nicht wirklich geglaubt, ich kenne deinen Fluchtweg, hm? Verlogener Hundesfort, Hundsfort. Ja, ja, roll nur mit den Augen. Wenn du dich dann besser fühlst, was ist? Na, würdest du doch keinen gefesselten Mann schlagen. Geh mir besser aus dem Weg. Nee, ich schlage immer nicht, ich bin immer freundlich. Ja, ich spiele freundlich, weil ich kenne das Spiel noch nicht. Wenn ich es noch kennen würde, dann würde ich jetzt böse spielen, aber das bin ich nicht. Ich musste diese verdammte Tür hindurch. Hör auf, mich so anzufungeln. Ich bin ja schon ruhig, Chef. Die Futterluke bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen.
Drei Bretter, zwei Ketten und fertig ist das Klappbrett an der Wand. Kann ich mich nicht vielleicht durch die Wand schlagen? Gra, diese Gitter sitzen felsenfest. Du, was ist das für Opa? Hochmeister Harduin. Wie spricht man denn Hochmeister? Scheiße. Du hast beunruhigende Nachrichten gebracht, Brunn. Unserem Orden steht eine Zeit schwerer Prüfungen bevor. Ich fürchte kein Hexenwerk. Über uns wacht der Güldene selbst. Wohlgesprochen, es ist die Unbeugsamkeit unseres Willens, die unseren Orden stark macht. Und Stärke brauchen wir, denn auch an anderen Orten soll sie das unheilige Band brechen. Ach, das unheilige Band brechen, nicht Band. Die Kunde, die mir Meister Gerwald von seinem Flankzug verbrachte, ähnelt der deinen, Brunnen. Aber ich habe auf einem Zug eine leibhaftige Hexe gefangen. Erforschen wir ihre finsteren Pläne. Sind deine Eisen bereit, Kerkermeister? Sie glühen vor Vorfreude, Herr. Freude? Freude hat nichts mit unserem unerbittlichen Geschäft zu tun, Mann. Wir setzen die befreiende Glut ausschließlich ein, um den Körper von der Lüge zu reinigen. So kann man es auch ausdrücken. Natürlich, Herr. Verzeiht, Herr. Dieses Gemäuer scheint einen dunklen Einfluss auf dich auszuüben, Kerkermeister. Du wirst heute Nachmittag in den gerechten Geboten lesen, um deiner Seele Licht zu spenden. Ja, ehrwürdiger Meister. Und nun bringt die Hexe, die eindringliche Befragung wartet. Was steht da noch rum, Knechte? Ihr habt den Herrn gehört? Sinus ist ein unwichtiger Charakter, der hat nicht mein eigenes Bild. Wie unwichtig kann man denn sein? Was soll denn dieser Trubel vor meiner Tür? Kümmere dich um deinen Kram, Häftling. Du wirst dich schon noch früh genug unserer Aufmerksamkeit erfreuen. Harrarrar. Gleich zweimal. Die sind so unwichtig, haben nicht mal ein eigenes Charakterbild. Du hast hohen Besuch, Schätzchen. Und ich rate dir, benimm dich in seiner Gegenwart. Pass gut auf, wie das hier läuft. Spürst du das Messer in deinem hübschen Rücken? Ich schneide dir nun die Fesseln los, dann wirst du brav vor mir hergehen. Versuch nicht, den Fluch zu sprechen. Wir haben Erfahrung mit Hexen. Beim ersten Versuch, etwas zu sagen, obwohl du nicht gefragt wurdest, stoße ich dir Klinge in den Leib. Wäre doch schade um das Kleid. Har har. Jetzt komm schön langsam aus der Zelle. Vorwärts. Marsch. Oh, hier geht Tomatensaft. Wir haben schon gewartet. Bitte nimm auf der spannenden Liegeplatz. Das wird jetzt spannend. Können wir heute nicht einmal etwas Neues versuchen, Meister? Etwas Neues? Was gegen das gute Alte? Wir fesseln sie auf die Bank und bearbeiten sie mit glühenden Eisen einzuwenden. Unser altehrwürdiges Handwerk in allen Ehren. Aber wird es ihnen zur Zeit für wird es nicht Zeit für eine kleine nun Innovation? Innovation? Was sind wir da für Worte? Hast du deine Nase schon wieder in fremde Bücher gesteckt? Ich weiß, du siehst das nicht gerne. Der Würde eines ehrbaren Kerkerknechtes abträglich und so. Mal eben. Aber ich bin nicht da auf eine interessante Technik gestoßen. Fingernägel ausreißen. Fingernägel ausreißen. Klingt schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Oh ja, Meister. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Klingt ein wenig nach neumodischem Unfug. Wir können es doch wenigstens einmal versuchen. Bitte, Meister. Die glühenden Eisen behalten wir uns doch weiter in der Hinterhand. Ach, na gut. Aber nur einen Nagel. Man soll ja nicht gleich alles überstürzen. Also, gut. Also gut. Kürzen wir das doch lieber ab. Was habe ich dir gesagt? Kein Wort, du bist gefragt. Bis du gefragt wurdest. Still. Die Hexe soll reden. Deshalb sind wir doch hier. Scheiße. So wie ich das sehe, läuft das Folgendes hinaus. Ihr fügt mir unglaubliche Schmerzen zu und im Anschluss sage ich euch alles, was ihr hören wollt. Die Prozedur scheint sich nur unter dem Hexenvolk herumgesprochen zu haben. Na, dann lassen wir doch die Schmerzen einfach weg und ich rede gleich. Unerhört, das ist doch gegen jede Tradition. Plane nicht, uns zu täuschen, Weib. Wir sind erfahrene Prüfer und erkennen ein Lügengeflecht.
Ich habe nicht vor, abzustreiten, eine Hexe zu sein. Sie gibt es zu, ohne jede Spur der Verlegenheit? So ein schändliches Biest ist mir noch nie in die Finger geraten. Ihr Hexen, ihr dreht auch alles. Ich nix Deutsch. Ihr Hexenjäger dreht auch aus allem noch eine zusätzliche Anklage. Hüte deine Worte, Hexe. Du willst also tatsächlich geständig sein? Nun gut, wie lautet deine Geschichte? Mein Name ist Waldrata. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ja, ich bin eine Hexe. Eine ziemlich neue, um genau zu sein. Ja, meine Frauenstimmen sind auch episch. Absolut. Ach, bei mir klingt eh alles gleich. Ich wohne in einem kleinen Dorf, inmitten herrlicher Wälder. Und kürzlich... Komm, das ist schon wieder so eine unwichtige Person, die hat nicht mal eine eigene Grafik. Der Regen hört wohl nie auf. Und wen schickt man bei diesem Wetter vor die Tür, um Wache zu stehen? Ach. Was ist hier schon zu bewachen? Wasser, Schilf. Noch mehr Wasser und Schilf. Halt, wer da? Kein Schritt weiter. Blas dich nicht auf! Nicht! Lass es einfach durch! Wie nennst du mich? Scher dich fort in den Regen, wenn du... Der Lämmel ist doch nicht klein genug! Ist mir doch nicht klein genug! Für alle Oma! Verpiss dich! Ach, Walburger, machst du dir nie Gedanken um so einen Ruf? Oder, Tanker? Ich sorge dafür, dass die Sträuche wie dieser künftig mit Respekt begegnen. Siehst du? Wir sind nicht zum Spielen hergestellt. Hergestellt, wollte ich jetzt sagen, ja. Wir sind nicht zum Spielen hergestellt.